So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Watch Dogs. Ihr wisst ja, das letzte Mal war da die ganze Crew von Fixern, die mich angegriffen hat. Die habe ich jetzt alle gar ausgeschaltet, bin entkommen und jetzt habe ich gerade einen Anruf bekommen von meiner Schwester, den wir uns jetzt natürlich ganz gechillt mal anhören. Du hast mich nie zurückgerufen. Ah, ist gar nicht Hast meine du den Schwester. Typ, den wir Aha. gesucht haben? Ja, ist eine üble Geschichte. Hör mal, ich muss jemand anderen finden. Dieses Mal habe ich einen Namen, Helena Tucci. Sie ist mit einem Verwandten, den ich suche. Lebt sie in Chicago? Ja, ich brauche sofort einen Ort. Hab sie. Wow, die hat mal einen digitalen Fußabdruck. Okay, heute Morgen hat sie was über ein Treffen vor dem Willis Tower gepostet. Okay, ich rufe an, wenn ich da bin. Vielleicht brauche ich Hilfe. Nein, brauchen wir nicht, wir brauchen noch keine Hilfe. Aber was anderes, schaut euch mal das Wasser an, das ist ja mal interessant. Das ist so ein kleiner Mini-Tornado. Reinlaufen. Geht auch. Kleine Dusche. Nicht mal nass, der Kerl. Okay, hacken wir jetzt mal schnell ein Auto. Oder da. Das wollte ich sowieso die ganze Zeit schon mal ausprobieren. Wuhu! Krasse Geschichte. Das. Oh, das werde ich auch noch gesucht, verdammt. So. Ah, ich liebe diese Musik, die ist richtig cool hier. So. Ah, Moment, vielleicht könnte ich ja mal die Karte benutzen, um überhaupt zu sehen, wo wir hin müssen. Oh. Ah, da haben wir es. Wow, das ist doch schon eine Strecke. Aber es kommt hier wieder. Gott sei Dank, das tolle Navi auf dem Boden zum Vorschein. Yeah. Was habe ich mir da eigentlich für ein komisches Auto rausgesucht hier? Ja, das wird mir wieder eine längere Fahrt, sehe ich gerade. Hui! Und die Brücke nach oben. Ah, ist schon grün. Ah, umsonst ein Akku verbraucht hier. So langsam merke ich, habe ich das Fahren draus hier. Oh. Zu früh gesagt. So. Sehen Sie hier die Karambolage hier an. Wunderbar. Also ich muss echt sagen, das Spiel, das feiere ich gerade wirklich. Ist genau mein Spiel. Wie eine Mischung zwischen GTA, Assassin's Creed und vielleicht noch ein bisschen Hitman oder so. Das ist echt der Wahnsinn. Da sind wir ja schon. So. Stehen bleiben. Auto aus. Scannen, was haben wir alles hier? Oh, arme Sau. Eieiei, 10.000 Schulden. Ah, der kauft häufig Masken, das ist aber seltsam. Hacken wir ihn mal. Aber das ist ein So. super Angebot. Fast umsonst. Umsonst für dich? Was soll das denn heißen? Ich zahle es dir doch zurück. Versprochen. Ich will es nicht geschenkt bekommen. Warum bist du eigentlich so ein Arsch? Weil ich Arsch dir schon ein paar Mal Geld geliehen habe. Klack. Das
war's dann im Telefonat. So. Sand im Getriebe. Alles klar. Okay, bin am Willis Tower. Was hast du zu Helen? Aus ihren Status-Updates geht hervor, dass sie Selfies mag. Hier macht sie ein Entengesicht, ein Spatzengesicht. Welcher YouTuber nicht? Außerdem liebt sie Katzen. Was willst du von diesem armen Mädchen? Nichts. Ich muss schnell ihren Onkel finden und Helena wird mir die Richtung zeigen. Ein ehrenamtlicher Betreuer. Ah, gucken wir, ob wir sie finden hier. Okay, hier ist was. Heute Morgen hat sie ein Bild gepostet. Das Telefon. Ihr Tagesoutfit, dunkle Haare und Brille. Und sie trägt einen grünen Rucksack. Danke, Social Media. Ein Anfang. Ich grab weiter. Ja. Das müsste uns jetzt ja leicht fallen. Dunkle Haare, Brille. Grüner Rucksack. Möchten Sie einen? Es gibt einen Räumungsverkauf. Oh, armes Mädchen. Warum das? Ich habe ihre medizinische Akte. Letztes Jahr musste sie abtreiben. Deswegen muss sie wohl auch zum Therapeuten. Das ist traurig. Warum graben wir so tief? Ich brauche keinen Lebenslauf. Nur einen Ort, Clara. Hey, ich beginne eine Suche und Informationen sind das Ergebnis. Ich kontrolliere den Inhalt nicht. Warte. Perfekt. Gerade gab es ein neues Status-Update. Sie ist jetzt am Connolly Square. Das ist ein Glasgebäude. Sollte in deiner Nähe sein. Ich hab's. Gute Arbeit, Clara. Jetzt lösch diese Daten. Ich bin DedSec, Aiden. Wir glauben an frei zugängliche Informationen. Clara. Ruhig. Wir haben nichts gegen unschuldige Mädchen. Ja geil, ich hab die Maschine gemacht. So. Grüner Rucksack, grüner Rucksack, grüner Rucksack. Abtreibbeförderin. Mörder. So, weiter. Juhu! $640. So. Da ist er. Nun zu dir. Eltern sind das Problem. Sobald sie Kinder haben, drehen sie durch. Sei endlich still. Im Ernst. Sie können nicht mehr klar denken. Das ist das Denk doch bitte an die Kinder-Syndrom. Jetzt. Hallo? Miss Tucci? Hier ist Dr. Hyatt vom Chicago General Hospital. Wir haben die Bluttestergebnisse Ihres Onkels Angelo, aber er hat uns nur Ihre Nummer gegeben. Können Sie uns helfen? Es ist dringend. Nein, sorry. Ich habe seit Jahren nichts von ihm gehört. Okay, danke, Ma'am. Abwarten. Update. Wo bist du? Angelo Tucci. Da bist du ja. Angelo Tucci. Okay. Der Mann organisiert den Gefangenentransport für mein Zeug. Jemand bezahlt Tucci für die Identität des Rächers. Jemand will meinen Namen. Na dann, viel Glück dabei. Jo. Na dann, das ist doch ein schönes Auto, das ist doch wunderbar. Jetzt hätte ich auch mal angerufen, was das für eine Kacke hier. Ich verfolge sein GPS. Ich fange ihn vor dem Gefängnis an. Gut. Hui. Holla, die Waldfee. Haben wir da eine Sonnenblende oder so? Ich sehe ja gar nichts mehr. Ausschalten, den muss ich wieder ausschalten, oder wie?
gucken, ob ich den diesmal lebend erwische. Den anderen vorhin, den armen Jungen mit dem Telefonstreich, hat es ja nicht so lebend erwischt. Leider. Aus dem Weg, ihr Säcke! Er hat auch noch Begleitschutz. Ah! Ich glaube, lebend kriege ich den Typ nicht. Tja, Leute. Das Dampfrohr hätte ich vielleicht nehmen können. Da muss ich kurz warten bis zum nächsten. Eigentlich müsste ich auch noch den Abstand ein bisschen vergrößern hier. Ich muss mal gucken, dass ich ihn erwische, bevor er das Gefängnis erreicht. Vorne ist eins. Gerade schlecht. Da kommt echt riesen Ärger auf dich zu. Au! Super. Ja, super. Ah. Shit. Aua! Aua! Ich glaube, Leute, die Mission kann ich nochmal machen. Ich erwische ihn nochmal. Ich habe jetzt ein schnelles Auto hier. Aber meine Reifen sind gleich zerschossen, sonst ist... Autsch! Nicht mehr so cool. Ich muss den Typ irgendwie... Die Brücke wäre auch ganz gut. Wow, es sind immer mehr. Uiuiuiui. Ah, hier ist darum. Ich hoffe, es hat geklappt. Ich sehe nicht. Ah nein, hat nicht geklappt. Klasse! Die Brücke. Dadurch kann ich vielleicht ein paar Verfolger abschütteln. Wobei die meisten drüber kommen werden. Ja, sind zu schnell unterwegs, um abgeschüttelt zu werden. Wie soll ich den jetzt nur zum Anhalten bringen? Ich weiß nicht mal, ob man da richtig schießen kann hier. Komm schon. Ah. Das sieht schlecht aus. So Leute, die Mission mache ich dann wohl doch nochmal. Dann werde ich das gleich... Oh mein Gott. Das war's. Ja. Er ist entkommen, das ist natürlich schlecht hier. Oh mein Gott. Ich zeichne immer noch auf, meine Mutter. Zum Glück kann ich das jetzt gerade rausschneiden. Aber trotzdem mache ich es nicht leise. Ich meine, ich kann auch das dann machen. Ton komplett aus, weil ich es nämlich am Headset höre. Dann hört halt, sonst kennt er mir was. Und ich höre es zeitverzögert. Bedeutet, meine Antworten kommen alle gar viel zu spät.
Angelo Tucci. So. Der Mann organisiert den Gefangenentransport. Dann können wir das Ganze jetzt wieder. Jemand bezahlt Tucci für die Identität. Neu versuchen. Jemand will meinen Namen. Na dann, viel Glück dabei. Was ne Kacke. Probieren wir das Ganze halt noch einmal. Ich werde langsam nervös, Piers. Hast du ihn? Ich verfolge sein GPS. Ich fange ihn vor dem Gefängnis an. Gut. Diesmal näher ich mich, glaube ich, von vorne. Dann kann ich ihm vielleicht einen Hinterhalt bauen. Was natürlich sehr cool wäre. Am besten in der Nähe von der Kreuzung. Versteckt mich hinterm Auto. Mit der Waffe im Anschlag. Eieiei. Nehmen wir den Weg hier. Der Waffe im Anschlag. Ja, werde dann am besten die Ampel, wenn er kommt, alle auf grün stellen und dann das Feuer eröffnen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Und da ich schon am Auto bin, könnte ich auch gleich die Folgen aufnehmen, wenn er entkommt. Oh, ist das komisch, entgegengesetzt von den Strichen zu fahren hier. Hui. Komm schon, Digga. Hier, das ist eine Möglichkeit. Wie alt ist er? Ein bisschen vor. Steht auch noch im Stau. Ich habe halt nicht viel Zeit, weil er gleich am Gefängnis ankommen würde dann. Shit! Also wohl ein ganz schlechter Scherz gerade hier. Okay, sieht aus, als hättest du dir ein paar Feinde gemacht. Du, mehr Platz. Als nur ein paar. Da kommt echt riesen Ärger auf dich zu. Super. Uiha! Ay caramba. So. Nun haben wir ihn ausgeschaltet. Das war ja... gar nicht mal so schwer. Oh, shit. Das ist nicht cool. Entweder seine Verbündete eliminieren oder einfach nur entkommen. Ja, so ein Dampfding ist schon ganz gut. So. Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg. So. So. Klasse. Sehr geil. Bitte vielleicht alle mal aus dem Weg gehen hier. Du hast dich mit verdammt mächtigen Leuten angelegt. Mach nur weiter. Ich bin mächtiger. Du. Bist du? Wuhu! Gucci, Gucci, Gucci! Ah, da steht er ja, die Sau. Wie gesagt, die Waffe hier, die verzieht ohne Ende. Echt der Wahnsinn. Ah, Treffer!
Gut. Kein Gefangenentransport. Jetzt brauche ich einen Weg ins Gefängnis. Um ein Wörtchen mit diesem Zeug zu finden. So. Hätten wir das hier? Was ist denn das? Retten! Oh, retten! Bewegung! Nein! Hilf mir jemand! Das war jetzt aber nicht gerettet hier. Leute, bist du freundlicher? Ah, scheiße. So, dann muss ich wohl oder übel etwas Schlimmes tun. Ah, okay. Kann doch nichts mehr tun. Okay, dann tun wir nochmal Empfangsstörung aussenden hier. Das ist echt gar nicht so cool hier. So, das war's mit der Empfangsstörung. Jetzt werde ich auch noch gesucht. Ah. Ich wollte sie aber jetzt nicht unbedingt erledigen hier. Ah, shit. Ja. Okay, Leute, das war's mit dieser Folge. Ich bin ja mal ganz frei. Warum kann ich hier nicht in Deckung gehen? Ja, wie gesagt, das war's mit dieser Folge. Ich bin jetzt ja ganz cool entkommen, wie man gesehen hat, richtig stylisch. Macht's gut. Bis zur nächsten Folge.